Diese Flinte wurde im 19. Jahrhundert von Georg Graholetz, der Vater von Johann Graholetz, in Eckenburg gebaut. Die Länge des Gewehres beträgt 120 cm und es besteht nur aus Holz und Metall. Der Vorderlader ist die ursprüngliche Form der Feuerwaffe. Das Jagdgewehr besitzt einen sechskantigen glatten Lauf und unterhalb befindet sich der hölzerne Ladestock.